Jedes Kind in Deutschland kennt die Figur des Captain Blaubär. Seit Ende der 80er Jahre leiht ihr der Schauspieler Wolfgang Völz seine unverwechselbare Stimme. Heute feiert er Geburtstag und auch wenn es der 80. ist, nimmt er diesen mit Humor. Ein Krüppel kommt. Selbstironisch, natürlich auch als 80-Jähriger. Wir treffen Wolfgang Völz zum Geburtstagsinterview auf seiner Terrasse über den Dächern von Berlin. An seiner Seite Ehefrau Roswitha und der 10-jährige Enkel Joe. Wir lachen sehr viel. Meine Frau meint zwar, im Alter lache ich weniger. Es gibt ja auch viel weniger zu lachen. Weil wenn man mich laufen sieht, kann man sagen, na, so komisch ist das auch nicht. Ganz ohne Rummel feiert Wolfgang Völz heute seinen 80. Natürlich mit seiner Roswitha, einer ehemaligen Tänzerin. Die hatte er zum ersten Mal gesehen, als sie im Zirkus gerade auf einem Nilpferd tanzte. Und so skurril wie diese Geschichte ist auch der humorvolle Umgang der beiden. Ich habe in meiner 56-jährigen Ehe nie an Scheidung gedacht, nur an Mord. Und dann sag ich immer, wenn mich Leute fragen, was reizt sie nach so langer Ehe noch an ihrem Mann? Da sage ich jedes Wort. Humor war immer schon Völz' große Stärke und auch sein Markenzeichen. In den 60er Jahren feierte der ausgebildete Theaterschauspieler als schlitzohriger Butler in Graf Joster gibt sich die Ehre, erste Fernseherfolge. Zur Fernsehlegende wurde er in Raumschiff Orion an der Seite von Dietmar Schönherr. Neben seinen unzähligen Filmrollen war Wolfgang Völz aber auch als Synchronsprecher tätig, lieh zum Beispiel Walter Matthau seine sonore Stimme. Untrennbar mit ihm verbunden aber auch die Figur des Captain Blaubär. Seit Jahren wird immer wieder behauptet, dass in dem See die grässliche, gefährliche Nessie lebt. Ich war ein sehr brauchbarer Schauspieler. Ein sehr, sehr brauchbarer Schauspieler. Grand Utilité, der große Verwendbare. Das würde ich sagen, war meine Fachbezeichnung. Der große Verwendbare. Zu Hause sitzt er am liebsten im Ohrensessel und genießt ein Gläschen Wein. Es war amüsant mit euch. Gleichfalls und alles Gute zum 80.